Ja, darf ich mal tausend starten gehen, oder? Jetzt lass mich doch mal Hallo sagen. Nee. Okay. Dann halt nicht Hi zu einem neuen Wonder-Trade-Battle. Ist lange her. Hahaha, lol. Ja, wenn du sagst, ich darf nicht. Present hat's mir verboten. Ja, doch, darfst du. Nee, nee, nee. Die Leute haben mitgehört, dass du gesagt hast, ich darf nicht. Das ist okay. Ja, das ist okay. Du bist der Boomer. Nee, wir sind hier wieder bei einem Random Battle. Oh. Ja, gutes Random Battle, Leute. Willkommen. Naja, quasi ist es ja random. Ja, nee, na. Random Papa da Papp. Ein neues Wonder Trade Battle. Und heute ist mal der Present dabei, der war noch nie dabei. Hallo. Weil ihr müsst wissen, den Present zu erwischen, das ist ungefähr. Das stimmt das nicht. Mittlerweile geht das viel, viel besser, weil ich jetzt auch abends aufnehmen kann. Ja, weil ich nicht das ist wahr. Deswegen war die erste Aufnahme eigentlich schon vor Weihnachten geplant. Ja, aber das war ja eine andere Sache. Und wir haben den 8. Januar. Die Vorweihnachtszeit war stressig für uns also, alle. Du also, machst Sui-Konkurrenz. Ich weiß noch, bei dem, ich hatte ihn angeschrieben, wollte dann FFA machen und ich glaube, 7 Monate später kam es zustande. Hey, besser spät als nie. So, dann jetzt schön, darfst du, wenn du willst, tauschen, weil ich habe jetzt auf Wundertausch geklickt. Tausch starten. So. Das ist schön. Ihr werdet jetzt kurz eine Zeit eingeblendet sehen, falls ihr unser Getrash-Talke und das Tauschen überspringen wollt, könnt ihr zu der Zeit gehen. Da fängt dann der Kampf an, indem ich Present dann gnadenlos 6-0 werde. Na klar, träum ruhig weiter. Aber natürlich. Ja, und deswegen, ja, jetzt werden wir erstmal genüsslich, werde ich meinen Tee schlabben. Ich weiß nicht, was gute Susi hier macht. Ich habe eine Flasche Wasser hier stehen, also im Feierfälle kann ich Wasser trinken. Aber ich habe vor der Aufnahme Wasser getrunken, weil ich ein vorbildlicher Boy bin, der nicht seine Aufnahme durch ein wenig Wasser schlürfen. Du darfst gerne trinken, ich finde Trinken in Videos voll okay. Nee, also wie gesagt, ich habe getrunken. Ich bin nicht mehr durstig, aber danke. Das ist okay. Mein erstes Pokémon ist... Ja, ist okay. Du das? Ja, ich wollte gerade sagen, spoiler mich nicht. Nein, spoiler mich nicht, keine Sorge. Die Leute sehen es ja, die Leute sehen aber auch nach dem Kampf, was du drin hast. Deswegen, du musst schön richtig overreacten, okay? Oh, sogar der deutsche Name. Oh, lol. Das schon. Heißt, Person X hat erst den Namen immerhin gesehen von der Person, die es geschickt hat. Das war der hat Vincent. Einen Shoutout machen. Also, Shoutout an Vincent. Vielleicht kennst du ja den guten Barzi. Bestimmt crazy. Nicht. Wer weiß, das weiß ich ja nicht. Ja, aber also, ich kenn einen Vincent unter meinen Zuschauern. Vielleicht ist das ja so der Vincent. Present, es tut mir leid, dir die Illusion zu nehmen, aber es gibt tatsächlich mehr als einen Menschen mit dem Namen Vincent. Das hätte ich jetzt tatsächlich echt nicht gedacht. Und es gibt also auch mehr als einen, der Pokémon spielt. Was? Also, ich weiß ja, dass du abgehoben bist neuerdings, aber dass du glaubst, dass jeder Vincent deine Videos guckt, das ist schon ein bisschen heftig. Neuer, ja, ich habe gesagt, dass er dich vielleicht kennt. Also bitte. Present. Hab hier dich supporten wollen. Hast du überhaupt dein erstes Mon schon? Ich hab mein zweites Mon gleich. Okay, ich krieg grad mein zweites. Das geht auf jeden Fall. Galapafloss geht jetzt erstmal. Was bekomme ich? Also ich tausche gerade mein Hariyama aus der GPL mit José aus, weiß ich nicht, ich hab's nicht gesehen. Ich glaube aus Spanien. Wir haben auch gesagt, jedes Pokémon darf am Ende maximal eine TM kriegen. Wie sieht's eigentlich mit Items aus? Sollen wir die weglassen? Mir egal. Wie du willst, also ich bin da offen. Naja, also es gibt ja immer noch die Möglichkeit, potenziell ein Mon zu bekommen, das einen Megastein hätte. Tragen könnte. Alter, wenn du schon so sagst, dann hast du ja Safecoin Mega-Pokémon. Ach, du sagst, was? Da kann man auf die ganzen nicht entwickelten Pokémon-Evoliten raufklatschen. Deswegen finde ich das, glaube ich, nicht so cool. Nee, Evolit wäre so oder so verboten. Oh, ich merke gerade, ja, genau, aber Megastein ist erlaubt. Let's go. Hallo, das ist voll legit. Ja, ich darf ein Mega-Pokémon spielen, aber kein Evolit-Pokémon. Das ergibt Sinn. Nein, du darfst nicht alle Evolit-Mons spielen. Ja, genau. Also ich gebe es übrigens gerade schön, weil du im Video bist. Das war tatsächlich unbeabsichtigt. Mein Meryl aus deinen FFAs, was Susi Kussi heißt, gebe ich ab. Der Name vor allem, bitte. Schöne Anlehnung an Present, der bei CPPs gerne mal gegen Azumarill verliert. Als ob ich gegen Azumarill verlieren würde. Hey! Ich habe die letzten beiden Male nicht gegen Azumarill verloren. Ich bin letztes Mal sogar ins Finale gekommen. Alles safe. Da war ich auch schon, nichts Besonderes. Ja, aber das war auch das erste CPP. Da waren alle. Ich war Trendsetter. Oh, das ist normal. Das ist ein Standardmon. Das gebe ich wieder ab. Ich nutze meinen Joker. Du hast dich da durchgefreezed durchs Turnier, also bitte. Ey, ich habe gut gespielt trotzdem, ne? Ja, aber. Das darf man auch nicht verlieren. Ja, ja. Weißt du, das ist wie GPL Season 3. Die Leute vergessen immer, dass ich in Season 3 in der oberen Tabellenhälfte tatsächlich war. Und da. Wie viele, ich glaube, ich war tatsächlich 6. oder 7. von 14. Und da tatsächlich gar nicht so kacke gespielt habe.
Ja, also 6. oder 7. ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Sache, so, ne? Also, geht so, ne? Amoroso Present. Geht besser. Amoroso. Na und? Ich hab meine GPA-Seasons bereits gewonnen. Also, ich hab kein Problem, auch mal einen schlechten Spieltag zu haben. Das ist doch okay. Einer ist keiner, wie man so schön sagt. Ja, nee, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile kann ich drüber lachen. Nee, ist halt, hat dir, glaube ich, aber auch ganz gut getan. Sache ist halt einfach, nee, das hat mir in der Season nicht gut getan, weil in der Season war... Halleluja! Runde. Nicht, was ist denn? Hast du was Gutes gefunden? Oh ja, es ist was Nettes. Und ich habe gerade ja meinen Joker verbraten und der hat sich gelohnt. So, immer diese Leute, die ihren Joker... Oh, okay, da hat jemand YouTube-Werbung gemacht. Ja, das Video heißt, ne? Sub to Flex. Flex. Ja, und dann noch irgendwas anderes. Also, da hat jemand Werbung für seinen Kanal gemacht. Dann glaube ich mal, dass dieses zufälligerweise auch Shiny-Pokémon, ne? Eher wenig. Was ist, wenn das Pokémon ein Item hatte beim Wonder Trade? Darf ich es dann drauf lassen? Weil das ist schon heftig. Alter, ja, wenn das so heftig ist. Also, ich habe bisher echt schlechte Pokémon. Ich meine, ich habe ein richtig krasses Team. Okay, ich tue das Item nachher dann runter. Also, ich darf auch. Warte, muss ich meinen Joker sofort verbrauchen, nachdem ich das Pokémon bekommen habe? Oder kann ich es auch, wenn ich alle meine 6 Pokémon habe? Also eigentlich mache ich es immer so, dass man es direkt machen muss, weil man ja potenziell noch was Schlechteres kriegen könnte. Aber ich habe Mitleid. Weil ich gerade so ein krasses Mon gekriegt habe. Ich glaube, das Mon nimmt sich halt allein schon auseinander. Ja, also ich habe bisher nicht das beste Team, um ehrlich zu sein. Ich habe noch die Hoffnung, dass ich was Gutes bekomme, aber ich glaube, die Hoffnung wird sterben. Du musst auch wenn optimistischer sein. Stirbt. Komm, jetzt gib mir bitte ein Dark. Ich hätte mal echt Lust auf ein Darkrai. Ja, also ich hätte auch Lust auf ein Darkrai in einem Wonder Trade Battle. Ja, das ist eine gute Idee, Barzi. Finde ich schön. Ich hatte schon Mew. Das war cool gegen Tim. Aber wieso bekommt man aber meist so Trash? Das ist richtig schade. Ja, sei Wonder Trade, die geben alle ihren Trash. Ja, ich weiß. Die ganzen Zuchtreste und das ist, ich gebe alle meine perfekten Pokémon dahin aus der GPA. Gut, es sind keine perfekten Pokémon, weil du sie in einem Meta nicht so gut verwenden könntest. Denn die sind halt ganz gut angepasst an die einzelnen GPA-Teams und nicht irgendwie ans Meta von den Sets her. Aber trotzdem. Man kann ja EVs resetten, man kann Attacken verändern, also so ist es ja nicht. Ja. So, erstmal den Teebeutel ausdrücken, erstmal Teabaggen. Richtig, richtig. Present ist nämlich Teabag-Weltmeister. Nee, du. Doch, du. Aber, ich würde sagen, ich bekomme jetzt ein richtig cooles Pokémon. Nee, wir verlassen uns schon. Ich bin jetzt bei meinem, ich glaube, 5. Kommt jetzt. Ich bin jetzt auch bei meinem 5. Es gab ein Problem mit einem Pokémon, das heißt, ich musste nochmal kurz den Wundertausch neu anmachen. Ah, okay. Aber ich bin jetzt bei meinem 5. und hoffe einfach mal. Vor allem, ich habe Tangolos versucht wegzutraden. Aber aus irgendeinem Grund hat er meinen Tangolos nicht angenommen. Tja, da hast du wohl einen Trade-Fehler gehabt. Einen Gen-Fehler. Ja, aber ich habe das Tangolos ja in der GPL verwendet, deswegen. Oh! Ich krieg ja richtig coole Mons gerade. Als ob du so viel Glück hast. So, komm, jemand aus Japan, du musst auch Safe-Call ein bisschen tryharden und ja, ein krasses Pokémon mir schicken, oder? Bitte, bitte. Für mein gutes altes Voltolos-Ei muss es doch was Gutes geben. Also ich gebe alte FFA-Mons ab. Oh cool, da krieg ich sogar einen Pokédex-Eintrag. Crazy. Ja, Alter, ich habe ein richtig starkes Pokémon bekommen. Barzi, das wird sich so hart zerstören. Es ist scheiße. Richtig gut. Ja. Gut, dass du lügen kannst. Ja, ich habe auch nicht vor zu lügen. Es war beabsichtigt ironisch, aber es ist halt echt bad. Es ist wirklich bad. Ist mein Team ist so trash. Also jetzt ist die Hoffnung auf dem letzten Pokémon, sonst muss ich halt meinen Joker auf nicht weise einsetzen. Du hast gutes Mon, aber schlechte Attacken. Jetzt gebe ich Lagerfeld mein Amphizzle ab. Wehe, das ist ein frohes Amphizzle, ein physisches, mit Eispunch Mülltreffer. Wehe, ich krieg dafür nichts Geiles. Alter, ich habe all meine guten Pokémon abgegeben. Wenn ich habe bisher dafür nur Trash bekommen. Wenn du jetzt irgendwie was Gutes bekommen würdest, wäre es ziemlich unfair. Das ist Karma. Weil ich krank bin, meinte Gott zu dir, der Pokémon-Gott Arceus, schöne Grüße, dem gegen was Geiles. Ja, aber der hätte mir auch was Gutes geben können. Und dann haben wir nochmal den Brandon aus Belgien. Wusste gar nicht, dass sie im Keller Internet haben. Wow. Sagte jemand, der in Deutschland wohnt und Deutschland mit das schrecklichste Internet überhaupt hat. Oder zumindest Warum? Die, der und? Also. Ja, naja.
zumindest Internetausbau hier in Deutschland ist nicht gerade das Beste. Deutschland nicht irgendwie auf Platz 100, was weiß ich, wenn es ums Internet geht? Nee, ich weiß es nicht. Es ist halt vor allem auf dem Land, beziehungsweise, also ich merke das vor allem, wenn ich von Hamburg nach Kiel fahre zur Uni, dass ich 2/3 der Fahrt kein Netz habe. Ja, das ist ziemlich toll. Richtig doof, würde man jetzt sagen. Sagst du doof? Ist das ein vulgärer Ausdruck, den du sagst? Ja. Okay. Ich trade jetzt mein mutiges Carpador weiter, was auf Level 16 war. Ey, du hattest Tackle. Mit Klatscher und Tackle, ja, mit Klatscher und Tackle. Und hoffe einfach mal, dass es mir irgendwas Gutes gibt. Bitte. Okay. Ich bin an der Stelle schon fertig. Ich warte jetzt noch ganz kurz, bis du fertig bist mit deinen 6 Mons. Dann werden wir cutten, kurz eine TMs draufpacken und dann sehen wir uns im Kampf gleich wieder. Dann, also jetzt noch nicht, aber dann cutte ich, ne? Also. Ja, richtig, Bart. Ja. Gut, dass wir das geklärt haben. Dankeschön. Ich werde jetzt auch mal mein wunderschönes Wappen des Mutes anziehen. Oh, nee. Warte, ich habe das Pokémon bereits schon. Ich darf es nochmal trainen. Ja! Ja. Das gilt, zählt übrigens für eine Entwicklungsreihe. Das heißt zum Beispiel, wenn du einen Wingull hast und einen Pelipper bekommst, dann musst du das Pelipper wieder wegtraden. Ja, das ist okay. Ich habe zweimal das Digi-Pokémon bekommen. Oh. Und die sind beide halt bad, aber immerhin habe ich jetzt nicht beide Pokémon. Wer von euch da draußen ist momentan nicht auch krank? Das zackt richtig hart. Gute Besserung an jeden da draußen, der krank ist. Der oder die krank ist. Dankeschön. Und was ist mit den Genderfluids? Der oder die oder das. Keine Ahnung. Und was ist mit Non-Binär? Oh, geh nach Hause, Barzi, bitte. Der, die, das, den, dem, der, Dame. Da fällt mir ein, sehr viele Leute sollten vielleicht nochmal eine extra Deutschstunde bezüglich Akkusativ und Dativ einlegen. Ich weiß, das sprichst du oft an. Ja, und ich verstehe es nicht. Der gute alte Genitiv, gibt es da nicht irgendwie auch einen Spruch? Moment! Oh, okay, das Pokémon ist gut. Es ist gut. Es ist nicht super crazy, aber es ist gut. Okay, ich bin fertig. Du bist fertig, sehr gut. Dann würde ich sagen, werden wir jetzt an der Stelle ganz kurz cutten und wir sehen uns dann gleich im Kampf wieder. Bis gleich. Bis gleich. Und damit willkommen zurück. Wir sind wieder da. Hallo. Ich würde sagen, der Present, der hat ein bisschen Angst vor... Nee, ich habe ein richtig krasses Team, Alter. Das war nur alles eine Fassade. Tja, Alter, ohne Witz. Der Junge, der ist ja... Der versteckt sich ja... Jetzt habe ich den Satz vergessen, den ich im Kopf hatte. Ja, du wolltest irgendwie einen coolen Spruch bringen und hast es nicht geschafft. Ja, ich fühle mich gerade wie du. Nee, du. Stimmt, du nee, bringst du. Keine coolen Sprüche. Ja, ich versuch's ja auch nicht, so. Wie du. Weißt du, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Das ist nämlich die Sache. Barzi versucht es einfach so oft, dass er ein paar Mal vielleicht einen guten Spruch bringt. Dafür klappt das ziemlich oft, dafür, dass ich ein blindes Huhn sein soll. Und willst du damit gerade alle blinden Hühner diskriminieren, nachdem du schon die Dicken diskriminiert hast? Alter, als ob du Flunkiefer hast. Und das war wirklich der Mega, ne? Und der wollte mega Flunkiefer spielen, ja. Ja, du siehst gar nicht das Shaman? Oh, stimmt. Okay. Vor allem, das ist ein Item. Als ob du wirklich das Item draufgelassen hast. Oh, ups. Oh, ups. Upsi, das passiert mal. Soll ich nochmal rausgehen? Ja, nee, ist okay. Ich komme damit klar. Ja, ist halt schon ein gutes Item. Also, das auf Wingull ist tatsächlich egal. Das ist nur eine Prachtfeder. Nee, die finde ich jetzt ein bisschen... Dann werde ich dieses Matchup einfach beenden, ohne überhaupt Dings mitzunehmen. Shaman? Ja. Boah. Also doch, ich nehme es mit, aber ich werde es nicht ohne einsetzen. Ich werde es nur einsetzen, wenn ich sonst verliere. Ja, alles andere hätte ich auch nicht von dir erwartet. Bin mal gespannt, ob der kleine Drache da dein Zuchtding ist, kaum mal hat. Das ist natürlich die Frage. Ich bin auf jeden Fall, ich war gerade verwundert, ich habe 2 Drachen, deswegen. Ja. Nee, ich bin jetzt auch mit FM geleadet, falls du ganz lustig bist und mit Shaman leadest, aber das hast du ja. Also, ich halte mein Wort. Ja, aber ich habe schon ausgewählt, bevor du das gesagt hattest. Ja, du bist zu früh gekommen. Hier, meine Prachtfeder. Alter, ich habe jetzt die Prachtfeder erschlüffelt. Dafür hat es sich gelohnt. Ich wollte nur scouten. Tja, was willst du tun? Wir fliegen beide und ich bin raus. Tschüss. Ja, ist egal. Ich habe einen guten Play. Ich habe einen richtig guten Play. Der wird mir dieses Match gewinnen. Vertrau mir. Okay. Richtig krasse Strategie hier. Leute, man muss mit super coolen Strategien gewinnen. Anders wird's das nicht in einem Wanna-Trade-Battle. Vor allem so eine Triada. Vor allem Rosanna, das tut so weh. Komm, triff. Alter, Hex. Hex, der trifft mit seinem Superschall.
Das geht doch gar nicht. Present, der ist nämlich so ein Gentleman, der verwirrt immer die Damen. Ja, genau, so funktioniert das. Mhm. Okay, ich habe natürlich mein bestes Switch-In. Hätte ich jetzt eine Evoliten, hätte ich echt ein gutes Switch-In dafür. Aber den habe ich leider nicht. Du glaubst, das wäre ein Switch-In? Ja, das glaube ich. Also, ich treffe dich jetzt mal mit einer Lawine. Alter, Lawine. Oh, die 12 KP haben echt viel gemacht. Ich würde sagen, ich bin jetzt nicht mehr verwirrt. War schon lang genug, oder? Nee, ich glaube nicht. Ach, nee. Triff dich selber. Strau als ob. Was für ein Tryharder. Hat sich gelohnt. Wow. Wow, das hat sich jetzt echt gelohnt. Na, komm schon. Doppel-Deal, Leute. Das war die einzige Chance zu gewinnen. Ich habe nämlich eine Strategie. Nee, ich klatsch dich jetzt weg. Ist nicht mehr verwirrt. Weckruf. Ah, easy. Ah. Ja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe sehr lange davon geträumt, Present mal eine Schelle geben zu dürfen. Wow. Und es wurde nun wahr. Ich will ja nicht wissen, was du so träumst. Aber nur schön, dass du über mich träumst. Nur von dir. Ja. Ich würde gerne die schmutzigsten Dinge mit dir tun. Okay, und das ist der Punkt, wo wir das Video beenden sollen. Zum Beispiel eine Küche aufräumen. Okay. Nein, wirklich. Ich soll noch etwas willst du mir jetzt beenden? Tja, was willst du tun gegen meine unendliche Macht, die ich hier gegen dieses Magnetilo reinwerfe? Ich habe halt einfach nichts gegen dieses Rosanna, wirklich. Das ist ein physisches Rosanna, dem ich Strauchler gegeben habe. Richtiger Tryhard. Wo ist Strauchler? Tryhard. Ja, du wusstest halt einfach. Ja, guck, ich bin Schlangenlieb. Dass ich irgendein Wasser- Alter, Pokémon predicted! Haben. Ach, Mann, ey. Dass ich irgendein Wasser-Pokémon haben werde. Vor allem, was ist das für ein Switch-In? Ich hab Magnet. Ja, auf jeden Fall, weil Wasser-Pokémon halt super common sind. Ja, Dampfwalze. So Metronome, sag ich schon. Wonder-Trade-Battle. Als ob so ein Tryharder. Als ob du das so wegsteckst. Als ob du Dark-Schweiz gegeben hast. Das ist das Ding gegeben, oder? Ja. Ach, ich wusste es. So ein Tryharder. Wo ist das Tryhard? Richard Tryharder. Das würde nur ein Noob sagen. Ja, aber nur einer, der ein richtig schlechtes Matchup hat. Aber Present. Ja. Ich wollte schon immer mal was mit dir machen. Ich will's gar nicht wissen. Darf ich dich mal anknabbern? Bitte, triff dich selbst. Bitte. Nein. Bitte. Nein, wir machen Happa Happa. Weil Schlangen essen Vögel. Ach, als ob du jetzt da durchkommst. Richtig die Hex. Easy going. Zu dem aber Ding. Aber ist okay. Ich habe eine Strategie. Ich wusste, dass du dem die Nitro-Ladung gegeben hast. Ich gebe dem immer Nitro-Ladung. Das passt halt einfach so perfekt. Komm, Rattan, du kommst durch? Nein, du kommst nicht durch. Als ob. Und jetzt auch noch Gift, das wäre so wunderschön. Ja, natürlich bekommst du die Fake. Okay, gut. So, jetzt aber. Jetzt kommt meine starke Attacke vom Typus. Ich kann es auch nicht sagen, weil du noch nicht deinen Move eingesetzt hast. Flug. Und zwar mein... Warte, es kommt gleich. Schnabel! Wow, das war sogar mehr Schaden als gedacht. Ja, damit kann ich leben. Das war. Also, der Junge, der hat einen harten Schnabel. Anscheinend schon. Ja, was mache ich jetzt, ist natürlich die Frage, ne? Riechst du das gerade auch? Was denn? Da liegt ein 6-0 in der Luft. Nee, rette das noch. Ich wechsle jetzt erstmal raus nach Aqua. Meine Water Resist, Leute. Ihr braucht immer eine Wasserresistenz in eurem Team. Ganz wichtig. Glaubst du, das Ding ist ein Switch-In? Ja. Okay. Du hast nämlich safe keinen Orkan- oder Flügelschlag. Ja, ist okay. Alter, du wolltest nur einen kontinuierlichen Schaden haben auf deinem Wingull. Das war der Plan. Ja, für einen Turn. Siehst du, jetzt kannst du nämlich nicht rauswechseln. Siehst du? Jetzt bist du getrappt. Ja. Also kannst du meinen Switch-Out nicht predikten. Das ist mein Vorteil. Doch. Heißt, mein Switch-Out und Magnetilo predictest du nicht. Bitte sei einfach auf Aquaknall gegangen. Bitte lass mich einen richtigen Play gemacht haben mit FM. Warum soll ich hier nicht auf Kehrtwende gehen? Ach, du hast Woher soll ich wissen, dass du... So die habe ich vorher schon eingesetzt. Ah, stimmt, auf hätte ich vielleicht achten können. Tja. Ja, egal. Vielleicht war das ein bisschen doof. Vor allem dir dann zu sagen, dass ich rauswechsel, war dann erst recht doof. Ja. Und Sohan hat die GPL gewonnen. Mann, ich hab doch nicht drauf geachtet, dass du Kehrtwende hast. Bitte beachtet auf sowas. So egal mit Kehrtwende. Das ist traurig.
Na, was will die kleine Fledermaus tun? Ich weiß echt nicht. Alles stirbt. Alles stirbt. Ich hab nichts gegen dieses Rosanna. Dieser doofe Tryharder. Lawine, wow. Rosanna hat nette Brüste. Okay, gut, dass wir es geklärt haben. Bin ich eigentlich schneller? So. Ich hoffe, dass ich schneller bin, aber ich glaub's nicht. Weckruf, war schön mit dir. Eine nice Kampfattacke. Komm, physisches Rosanna. Ja, das gute alte physische Rosanna, wer kennt's nie? So wird die GPL nächste Season aussehen. Ja, na klar. So, meine Hoffnung ist jetzt Aragua. Du tankst was, bitte. Bitte tank was. Bleib mal bitte drin, Barzi. Okay. Sei mal ein sweeter Boy. Zeig dir meine letzte Attacke, die Trugträne. Okay, okay, okay. Leute. Bitte, Aragua. Jetzt oder nie. Alter, das stirbt einfach nicht. Es ist traurig. Gönn ich dir jetzt einen Kill oder drücke ich dir einen 6-0? Bin ich ein netter Mensch oder kein netter? Du hast so Tryhard-Pokémon. Ist das dein Ernst, Barzi? Du hast einen Rosada. Du hast einen Dingens, wie heißt das Ding? Ihr wisst schon. Shaman, Flunkiefer. Hat es auch ein Moveset für einen Mega-Flunkiefer oder? Nein, absolut nicht. Okay. Er hätte nicht mal. Nein, ich glaube nicht. Es hat tatsächlich nicht mal eine physische Attacke gehabt. Ja, okay. Komm, weißt du was? Jetzt, ich glaube, wir geben jetzt dir den Kill, weil du noch nichts gemacht hast. Okay, Nebulak. Ich bin ein fliegender Fußball. Ich habe natürlich meinen Switch in, und zwar, genau dieses Pokémon. Schlecker. Aber ich hätte einfach in mein Normal-Pokémon wechseln sollen. Jetzt habe ich dich auch noch abgeleckt. Jetzt habe ich dich gebissen, jetzt habe ich dich abgeleckt. Du hast einen kleinen King, kann das sein? Was? Du machst das doch gerade, nicht ich. Du willst, dass ich das mache. Ich bin doch nur unterwürfig. So, Gibbel, du bist meine einzige Hoffnung, das hier zu gewinnen. Dann werde ich jetzt wohl die Attacke einsetzen müssen, die ich Nebulak beigebracht habe. Oh, ich hasse dich so sehr, Mann. Ich hasse dich einfach. Okay, bitte. Ex, ist das dein Ernst? Das war cool, komm. Ach, bitte. Nicht mehr, boom. Oh, tankst du, guck mal. Oh, ich? Okay, gut. Guck mal, du hast quasi mit Kaumalat einen Kill geholt. Ja, super nice. Ja, Mann, ich will eine Attacke mit Gibbel einsetzen, der hat ein cooles Moveset. Hab ich hier eigentlich Dings auch drauf? Ich weiß es nicht. Okay, komm. Wow, so ein Tryharder, Alter. Bedroher auch noch. Richtiger Tryharder. Also ich bin Safe Call schneller und werde dich jetzt mit meinem mächtigen Erdbeben besiegen. Na, Sandkraft. Den ich natürlich nicht habe. Ja, aber ich dachte, falls ich schneller sein sollte, lasse ich dir einen Move. Deswegen, come at me, Bro. Okay, dann kann ich noch eine andere Attacke zeigen. Und zwar eine Wunder. Also sie ist nicht gut gegen Mawai. Na, du kannst mich flinchen. Kann Sandkram flinchen? Nein, aber Iron Head. Ja, okay, dann versuch es erstmal so. Weil ich würde eigentlich gerne meinen Risikotackle zeigen. Nee, Risikotackle auf Kaumalat. Okay, ich habe Eisstrahl auf Flunkiefer. Oh, wow! Was für ein ekliger Tryhard! Wo ist das Tryhard? Das ist ein Flunkiefer-Present. Ja, aber der hat Eisstrahl. Ja, okay, ich muss freezen. Doch. Sorry, ja, das ist der Sinn. Kein One-Trap-Battle ohne die Chance zu freezen. Vor allem die Sache ist, alle meine letzten Pokémon haben noch eine Eisschwäche. Komm, dann mach ich nochmal einen Fabulous Move, okay? Warte, vielleicht killt das ja. Komm, Crit. Fast gekillt. Selbst ein Crit hätte nicht gereicht. Nee, warte mal, du bist ja noch gar kein Feuertyp. Das könnte vielleicht sogar wirklich killen. Ja, ich glaube auch. Ja, okay. Ja, nicht ganz. Dann gehe ich jetzt auf den Sucker. Du hast sowieso keinen Sucker, Fan. Sei mal leise. Hat ja klappen können. Da wollte meine Agilität baiten. Ich merke schon. Du hast Agilität? Oh. Nein. Aber jetzt, Satiri, bei auf plus 2, der wird dich komplett zerstören. Der wird dein gesamtes Team besiegen, auch Shaman. Aber ich habe noch eine dicke Schlange in der Hose. Ach, bitte. Bart. Okay, wie ja die mächtige Attacke vom Typus Flug. Schnabbel, let's go. Aber Satiri ist cute. Muss man schon sagen. Das stimmt. Ich fährt jetzt aber schon ganz. Schaden. Ja, es ist nur ein Giftstachel.
aber ich hätte jetzt ganz schon gerne ein Gift. Irgendwann will ich es mal. Ich meine, früher in der ersten Generation wurde ich davon immer vergiftet. Ja. Das ist doch ein Witz. Nee, wie du siehst, hat das Pokémon nicht gelacht. Aber ruckzucki ist stärker, deswegen let's go. Ruckzucki Crit. Schade. Selbst das hätte nicht gereicht. Aber komm jetzt aber. Alter, ist doch legit. Alter, mit einem KP überlebt. Okay, okay, der Crit. Der Crit kann mir jetzt alles present retten. Dathiri. Present? Ja. Ja. Ich sollte dich schon ablecken. Und ich sollte dich schon anknabbern. Aber jetzt machen wir auf ganz freundschaftlicher Basis, werde ich dich umarmen, okay? Ich werde dich vorher noch besiegen, oder? Alter, schade. Gewickelt hat er mich. Eingewickelt. Lass dich drücken. Lass dich drücken. Was hast du jetzt eigentlich noch? Das ein wunderbares Pokémon vom Typus Dracheflug. Stimmt, das Ding hast du auch noch. FM. Ist das dein letztes? Das ist tatsächlich dein letztes, okay. Aber ich habe eine wunderbare Attacke. Psychokinese. Hey, mein Kill noch geholt. Hey, also nur 2-0? Nimm mal. Naja, also vielleicht schaffst du es ja noch Wingard zu besiegen. Ich weiß nicht, vielleicht. Mit einer Psychokinese könnte das klappen. Das wäre schon krass, ne? Dann hätte ich doch noch ganz viel gemacht dafür, dass du so ein Triad-Team hattest mit Shaman zusammen noch. Ja, aber oh, ich bin sogar schneller, also wenn du mich jetzt nicht killst. Ah, du wobei, das kannst du eh nochmal. Psychokinese, komm. Komm. Ja, oh. Perfekt. Eine Psychokinese doch. Einmal critten? Warte, wir machen das jetzt. Ich muss es riskieren. Ach, oh, bitte. Okay, gut. Okay, bei 54 KP, möglicherweise. Warte, was hat Shaman im Moveset? Kann der überhaupt was? Also hat er gute Attacken? Ja. Ach nee. So hier, dann machen wir jetzt Werbung für diesen Typen. Keine Ahnung. Sub to Flexi. Wow. So. Warte mal, jetzt muss ich kurz, bevor wir jetzt weiterklicken. YouTube, jetzt gucken wir mal. Also ich habe einen Move gemacht. Ja, ich habe die Wahl übrigens zwischen noch, ohne sehr effektiven Kraftreserve habe ich sogar auch, ist wohl Eis. Alter, bitte nicht. Erdkräfte, Luftschnitt und Schocksamen. Geh auf Luftschnitt, das ist das Einzige, was missen. Wobei Schocksamen kann auch missen. Geh auf Schocksamen. Höher. Einen Moment, ich muss mal, wie Flexi, oder wie heißt der? Pokeflexi. Weißt du, wenn du 31.000 Abonnenten hast und es trotzdem noch nötig befindest, Werbung für dich zu machen. So ist das, ne? Das ist traurig, mein Sohn. So, dann komm. Geh auf, Dingens. Schocksamen. Miss. Und Explosionen. Okay, vierfache Resistenz, komm, das tankst, das tankst. Das ist ein Life-Orb-Crit-Shaman. Aber ja. So ein Triader. Da habe ich wohl gewonnen. Wohl oder übel. Ja, aber ich meine, ich habe dir auch geholfen. Ich meine, ich habe Nebulak selbst rausgenommen. Geh weg, du kannst das jetzt nicht besser reden, du Triader. Doch, muss ich. Ich will dich ja irgendwann mal wieder da haben, vielleicht. So funktioniert das nicht. Okay, dann trotzdem Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, Present hatte auch ein bisschen Spaß. So ein bisschen, ja. Ein kleines bisschen. Ja. Das freut mich, Dankeschön. Ja, dann tschüss. Ja, okay, dann wünsche ich euch jetzt allen noch einen schönen Tag. Gute Besserung an die Kranken und bis dann. Ciao. Tschüsseli. Hab dich gefickt. Hi und willkommen zu Endcard. Erstmal danke fürs Anschauen und natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung freuen und du würdest mich damit auch ein bisschen unterstützen. Links kannst du mich jetzt abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, und rechts kommst du auf ein Video, welches nach YouTubes Meinung am besten zu dir passen würde. Also mal gucken, was YouTube so über dich denkt. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderbaren Resttag und hoffe, man sieht sich beim nächsten Video. Bis dann!